881.000 Menschen erhoben im Frühjahr 88 schriftlich Einwendungen gegen die zweite Teilerrichtungsgenehmigung zum Bau der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf. Ich frage mich, ich frage Sie, sind Sie eigentlich, fühlen Sie sich kompetent und fühlt sich die Behörde kompetent, heute Entscheidungen zu treffen, die jahrhundertelang und jahrtausendlang Folgen haben könnten? Und zwar Folgen haben könnten, die das Ende unserer Zivilisation bedeuten könnten. Fühlen Sie sich dazu kompetent? Antragsteller ist die Deutsche Gesellschaft zur Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, kurz DWK genannt. Die DWK will ihre schon seit 2 Jahren laufenden Bauarbeiten zügig fortsetzen. Wir betrachten diesen Punkt für hinreichend erörtert. Schönen Dank. Die Genehmigungsbehörde, das Bayerische Umweltministerium, muss die Anträge prüfen und über die Genehmigung entscheiden. Der Versammlungsleiter stellte zu Beginn des Termins die Haltung des Ministeriums klar. Fragen zu Sinn, Moral und Ethik, die sind hier nach der atomrechtlichen Verfahrensverordnung nicht zu behandeln. Die Gutachter, unter ihnen der TÜV Bayern, die Gesellschaft für Strahlenforschung und die bayerischen Landesämter, stehen dem Ministerium bei der Entscheidungsfindung zur Seite. Und deswegen kann man mit der gleichen und noch größeren Sicherheit sagen, dass die Strahlenbelastung, die die Bevölkerung in der Umgebung von Wackersdorf bekommen wird, nicht zu zusätzlichen leukämiekranken Kindern führen wird. Ein Teil der 880.000 Einwendernamen, unterstützt von Rechts- und Sachbeiständen, ihr Recht war, ihre schriftlich eingereichten Einsprüche mündlich mit den Antragstellern, der Genehmigungsbehörde und den Gutachtern zu erörtern. Mein Name ist Dietmar Zierer, ich bin der amtierende stellvertretende Landrat hier in diesem Landkreis Schwandorf. Ich habe mit Mühe und Not über ein Fenster hier einsteigen können, habe gesehen... Ich habe gesehen, wie ihre Schlägertrupps draußen vor der Tür friedliche Bürger zusammengeschlagen haben. Fordern Sie auf, unverzüglich ihre Schlägertrupps vom Eingang zurückzuziehen. Meine Damen und Herren, wir kommen ja überhaupt nicht zum Reden. Und deswegen nicht uns die Vorwürfe, Verstoß gegen die Demokratie. Es ist, meine Damen und Herren, unzumutbar, die Bürger hierher zu holen in einen Raum, von dem sie von vornherein wissen, dass er zu klein ist. Dies ist eine Missachtung des Bürgerwillens und ich glaube, dass die Zeit abgelaufen ist, wo man 811.000 Bürger so behandelt. Ich beantrage Verlegung nach Schwandorf. Die Bürgerinitiative stellt daher den Antrag, den Erörterungstermin hier abzubrechen und in der Oberpfalzhalle in Schwandorf weiterzumachen. Wir von der Verhandlungsleitung, meine Damen und Herren, etwas ganz Grundsätzliches. Ich bin hier Beamter und ich bin beauftragt worden mit der formalen Durchführung dieses Genehmigungsverfahrens. Das möchte ich grundsätzlich feststellen. Der Erörterungstermin steht nicht am Ende des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens, sondern ist das Kernstück des Verfahrens. Die Einwender erhalten Gelegenheit, ihre bereits erhobenen Einwendungen zu erläutern. Durch den Termin erhält die Genehmigungsbehörde aber auch Gelegenheit, ihrer Pflicht zur Sachaufklärung besser nachkommen zu können. Der Termin soll Gelegenheit bieten, Informationen und Meinungen auszutauschen. Die Genehmigungsbehörde darf deshalb die Einwendungen nicht nur entgegennehmen, sondern muss auch Rede und Antwort stehen. Das Umweltministerium hat mit der Leitung des Erörterungstermins mich beauftragt. Mein Name ist Mauke. Ich habe auch schon sämtliche Termine in Bayern vorher geleitet.
Zu den hilfsweise gestellten Anträgen der Rechtsanwälte Baumann und Dr. Seiler, denen sich andere Einwender und Einwändervertreter angeschlossen hatten, auf der Baustelle für die Wiederaufarbeitungsanlage einen Augenschein vorzunehmen. Auch diese Anträge werden abgelehnt. Begründung. Meine Herren vom Ministerium, es ist geradezu eine Selbstverständlichkeit, in jedem Baugenehmigungsverfahren, in jedem luftrechtlichen Genehmigungsverfahren, in jedem fernstraßenrechtlichen Genehmigungsverfahren, dass man sich anschaut, wo was genehmigt werden soll. Nur hier soll dies nicht gelten. Gelten hier andere Gesetze als sonst in diesem Freistaat? Rechtsanwalt Baumann, wir haben die Ablehnung unserer Anträge mit Empörung entgegengenommen. Ich meine, dass damit die Verfahrensbeteiligungsrechte der Einwender mit Füßen getreten werden. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass dem rechtlichen Gehör, ich zitiere, im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren eine besondere Bedeutung zukommt. Dies ergebe sich aus den besonderen Gefahren für Leben und Gesundheit, die vom Betrieb kerntechnischer Anlagen ausgehen. Deswegen besteht die vorrangige Pflicht der Genehmigungsbehörde, einen Erörterungstermin zu ermöglichen, der ein echter Erörterungstermin ist. Und nach der Bedeutung dieses Wortes erörtern, muss die Möglichkeit bestehen, dass hier ein Austausch der Einwendungen aller Einwender, die hier sind, möglich ist. Die Ablehnung unserer Anträge reiht sich für uns, und wir haben es eigentlich gar nicht anders erwartet, nahtlos in die Provokationen, die bayerische Staatsregierung seit Jahr und Tag mit ihren Bürgern treibt. Dieser Angriff, Herr Mauker, richtet sich gar nicht an Sie, weil Sie ja nur zu vollziehen haben, was eine hochmütig gewordene Regierung sich vorgenommen hat und sich hier nicht stellt. Ich finde es eine Zumutung für alle berufstätigen Bürger, in der Mitte der Woche hier zu erscheinen. Sie, meine Herren oben von der Regierung, sitzen gemütlich dort und haben... ihre Gemütlichkeit und Eingaben und Verdienste, ohne dass wir da was dazu tun können. Wir geben unsere Freizeit dran, unser Geld. Ich seit 21 Jahren kämpfe ich gegen den Wahnsinn der Atomenergie. Verehrter Herr Versammlungsleiter, in Anbetracht der Internationalität dieses Termines ist es eigentlich nur noch eine Marginalie, dass noch nicht mal eine Bahnverbindung in diesem wunderschönen Ort existiert. Ihre Überlegungen waren auch die unseren. Wir waren der Auffassung... ...dass wir diesen Termin in Standortnähe, also in der Nähe derjenigen Bürger, die von der Anlage, wenn überhaupt, betroffen sind... Und deswegen halten wir auch eine Abstimmung zum jetzigen Zeitpunkt nicht für erforderlich.